Hallo und herzlich willkommen in meinem Love Sober Podcast, Inspiration für ein Leben ohne Alkohol. Ich bin Christiane Hartl und dein Gastgeber in der heutigen Episode. Ich bin ausgebildeter This Naked Mind Coach nach der Methode von Annie Grace und Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline. Das heißt, ich habe zwei Traumberufe, die ich wirklich über alles liebe. In meinem Podcast möchte ich mich mit Menschen unterhalten, die es geschafft haben, dem Alkohol Adios zu sagen und jetzt glücklich und frei sind. Ich möchte von ihnen erfahren, was sie gemacht haben, um auf die andere Seite zu gelangen. Außerdem möchte ich allen Menschen auf der Welt zeigen, wie schön ein Leben ohne Alkohol ist. Ich möchte inspirieren, motivieren und unterstützen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Und dann wird ihnen gesagt in der Beratungsstelle, ja, dann trenn dich halt. Aber das ist so, wie wenn du zum Alkoholkranken sagst, der hör halt auf zu saufen. Hör auf, ja. Dahin zu kommen, das ist ja genau dieser Weg an meiner Baustelle. Das ist ja der Weg, meine alten Wunden zu heilen, diese ganze Dynamik zu durchschauen, überhaupt mal zu verstehen, wo ich manipuliert werde, wo ich Schuldgefühle zu mir nehme, die eigentlich nicht zu mir gehören. Und erst wenn ich diese innere Arbeit gemacht habe und wieder mein Selbstwert gestärkt habe, wenn ich überhaupt mal wieder meine Grenzen spüren kann, dann kann ich überhaupt wieder die Grenzen verteidigen. Aber da, an dem Punkt, wo ich jetzt, den ich jetzt von mir beschrieben habe, da bist du ja ein Häufchen Elend. Dein Selbstwert einzuteilen, da kannst du dich gar nicht trennen. Ja, herzlich willkommen, Julia Maria Kessler. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist im Love Sober Talks Nüchtern Podcast. Heute haben wir ein etwas anderes Thema, aber natürlich auch passend zum Thema Alkohol. Und zwar, wer Julia noch nicht kennt, ja, sie wird euch ihre Geschichte erzählen. Und zwar war sie in der sogenannten Co-Abhängigkeit lange gefangen. Und vielleicht erkennen sich auch viele jetzt wieder. Ja, herzlich willkommen, Julia. Und ich freue mich, dass du hier bist und starte einfach. Ich freue mich auch, Christiane. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass wir uns jetzt auch mal endlich kennenlernen. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Ja, das finde ich auch super. Wie war das bei dir? Du warst in der Beziehung und dein Partner war derjenige, der Alkohol konsumiert hat. Genau, also der Vater meiner Kinder und ich, wir haben uns getrennt, sehr friedlich, schon über 10 Jahre her. Und dann bin ich in eine neue Beziehung eingegangen und ich wurde schon unglaublich oft gefragt, kann man sich vielleicht vorstellen, ja, hast du denn nicht gewusst, dass der Mann Alkoholiker ist? Und die Antwort ist nein, ich habe es nicht gewusst. Die nächste Frage, die dann kommt, ist, ja, wie ist denn das möglich? Das gibt es ja gar nicht. Und ich würde sagen, da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Also zum einen kippt sich ja nicht jeder Alkoholkranke schon täglich den Wodka morgens in den Kaffee. Also das Konsumverhalten bei einem alkoholkranken Menschen ist ja so individuell wie der Mensch selber. Und es gibt ja auch durchaus Phasen, wo dann gar nichts getrunken wird. Also es gibt ja alle möglichen. Alle Facetten. Alle Facetten, danke. Und was noch hinzukommt, ist, dass ja bevor eine wirklich aufrichtige Krankheitseinsicht stattgefunden hat, das Leugnen der Krankheit Teil der Krankheit ist. Das Leugnen, das Lügen, das Verstecken, das Bagatellisieren. Und so war es eben bei meinem damaligen Partner auch. Und ich habe ihn kennengelernt, wo er eine ganz gute Phase hatte und natürlich auch alles dafür getan hat, um sich in einem guten Licht zu präsentieren. Und dennoch, muss ich sagen, Christiane, rückblickend gab es eigentlich recht von Anfang an ganz, ganz viele Anzeichen. Ja. Und im Nachhinein, klar, irgendwann konnte ich diese ganzen Teilchen
zu einem klaren Bild zusammensetzen, aber damals eben noch nicht. Und ja, und genauso wenig wie ein Mensch von heute auf morgen alkoholabhängig ist, ist der Mensch auch nicht von heute auf morgen co-abhängig. Das heißt, es schleicht sich ja. Schleicht sich ein. Und ja, und so war es auch bei uns. Und seid ihr zusammengezogen, gleich zusammengezogen oder? Relativ schnell. Also diese ganze Beziehung hatte viele, viele typische Merkmale einer sehr ungesunden Beziehung, so am Anfang von 0 auf 1000. Und dann hat es sich halt, sagen wir mal, recht schnell zurückentwickelt, ja, von so einem anfänglichen, ja, so dieser typische Sog, dieses man fühlt sich so wie seelenverwandt und es ist ganz, das war bei uns auch so und wir sind dann relativ schnell zusammengezogen. Ja, wie gesagt, obwohl es von Anfang an einige Red Flags gab, die ich aber damals ja, zur Seite gewischt habe. Ich habe das dann einfach auch irgendwie da verbucht für mich, wo es irgendwie ganz wo es angenehmer war. Also zum Beispiel hat er mich so bei vor allem unserer ersten Dates total betrunken angerufen, relativ spät. Und damals, und hat dann immer gefragt, ob ich wirklich komme. Er hatte so Angst, dass ich nicht komme zu unserer Verabredung. Und er freut sich so und er ist so nervös und so. Und damals habe ich gedacht, mein Gott, das ist ja total toll. Schön, ne? Der ist verliebt. Der ist verliebt, der ist total emotional und er zeigt sich so authentisch und verletzlich. Da habe ich es damals hingesteckt. Ja. Gebucht. Mhm. Und klar. Irgendwann wusste ich es dann besser, aber so nahm das dann halt seinen Lauf. Und mir ging es dann so, wie den allermeisten Menschen, so jetzt aus meiner Erfahrung, was ich eben auch in meiner Arbeit ja erlebe und in der Selbsthilfegruppe, die ich leite, dass die Co-Abhängigen, also wenn du dann irgendwann merkst, du, okay, irgendwann kannst du die Wahrheit nicht mehr irgendwie verbuchen. Schön reden oder so, ist es dann offensichtlich, ja, dass dein Partner suchtkrank ist und dass du auf einmal irgendwie total bis zum Hals drin steckst in so einer ganz ja, ungesunden Dynamik. Und die co-abhängigen Strategien, ja, die werden aber leider größtenteils gar nicht als solche erkannt. Und die paar Strategien, die so ganz offensichtlich sind, die man erkennt, die werden aber dennoch in der Regel nicht hinterfragt, sondern ausgebaut. Und so habe ich es auch gemacht. Also in dem Moment, wo mir klar war, okay, wir haben ja echt ein massives Problem. Wann war das denn, Julia? Also ihr seid zusammengezogen, würdest du sagen, nach 6 Monaten, nach 2 Jahren, nach 3 Jahren? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann das wirklich gar nicht jetzt so festmachen. Es hat sich, wie gesagt, ja so eingeschlichen und es kam eine Situation zur nächsten und dann kamen wieder die Phasen, wo es wieder ganz gut war. Und bis es mir so wirklich bewusst war, der Mann ist Alkoholiker, ich kann es dir nicht sagen, aber ich würde sagen, es hat sich schon so über ein Jahr schon eingeschlichen, weil dann kamen ja immer wieder die guten Phasen dazwischen. Ja. Wir kennen uns ja jetzt 3 Jahre und ich habe gedacht, wirklich, also das heißt wirklich, ich habe gedacht, der Partner, das wäre auch der Vater deiner Kinder, weil das ist ja auch nochmal, dann habe ich gedacht, ja, das kann ich schon verstehen, dass man sich dann auch nochmal ein bisschen schwerer tut, sich vielleicht zu trennen wegen der Kinder oder vielleicht auch hauptsächlich sich dann doch trennt, damit es den Kindern vielleicht auch besser geht, damit sie das nicht mitbekommen. Aber wie haben die Kinder was gespürt? Also das, weil Kinder sind ja sensibler auch vielleicht, dass die oder dass die dir vielleicht was gesagt haben. Du hör mal. Also Kinder spüren ja immer alles. Ja. Und ich sag mal, der Elefant im Raum, nur weil man nicht über den spricht, ist er trotzdem da. Genau. Und ich sag mal, der Großteil meiner Klienten, die jetzt als Erwachsene sich in so co-abhängigen Beziehungen verstrickt haben, wirklich der Großteil hat einen roten Faden in die Kindheit. Das heißt jetzt nicht, mein Vater oder meine Mutter müssen unbedingt alkoholabhängig gewesen sein, aber es reicht eben, ungesunde Dynamiken erlebt zu haben zu Hause, wo man schon so eine
Überangepasstheit gelernt hat, wo man schon so eine große Bereitschaft gelernt hat, Schuldgefühle zu sich zu nehmen etc., was einen dann leider unbewusst in so ungesunde Beziehungsdynamiken steuert. Und Kinder kriegen immer alles mit. Also auch, sie müssen jetzt nicht Zeuge sein von irgendwie einem betrunkenen Ausrast, aber die Stimmung, die Angespanntheit, absolut, das kriegen sie mit. Und natürlich haben das meine Kinder auch mitgekriegt, aber natürlich war es auch damals so, dass sie sich's nicht haben anmerken lassen, wie das Kinder meistens tun. Nur weil sie sich das aber nicht anmerken lassen und schön mitlaufen, heißt es, also das ist dann oftmals eher ein Zeichen schon für diese Anpassung. Aber tatsächlich großes Drama in dem Sinn haben sie nicht mitbekommen, weil ich habe das ja dann so MacGyver-mäßig perfektioniert, vorausschauend zu planen. Ja. Also die haben kein großes Drama mitgekriegt, eher so, würde ich sagen, die Stimmung und die Anspannung. Und ich bin jetzt auch sehr dankbar, dass ich natürlich durch meinen Weg und meine Arbeit, die ich jetzt mache, das auch so ganz anders begreifen kann. Ja. Und ich jetzt natürlich die Kinder auch versuche da immer abzuholen und, ich sag mal, neue Programme zu entwickeln. Ja, ja. Mein jüngerer Sohn ist schon so auch einer, der ganz oft sagt so, Mama, ist alles okay? Und ich sage, Schatzi, ganz lieb, dass du fragst, aber du bist nicht dafür verantwortlich, wie es mir geht. Ja? Das heißt, wenn man in so einer Situation ist und Kinder sind betroffen, ja, es macht natürlich was mit den Kindern, das heißt aber nicht, oh Gott, jetzt ist alles aus und vorbei, sondern man kann ja natürlich daran arbeiten. Ja, wichtig ist halt nur, dass man hinschaut und dass man nicht nur denkt, wenn wir nicht drüber reden und die Kinder nicht von sich aus den ersten Schritt machen, gibt es nichts auf. Ja, ja, ja. Aber die haben jetzt schon auch dann gespürt, dass du mit dem Partner, also dass da was nicht so ganz stimmte. Also, dass du schon, ja, dass du nicht glücklich warst. Ne? Davon gehe ich aus. Also, ich meine, die haben ihn schon auch sehr gerne gemocht, weil es gab lustigen Zeiten. Also, es war ja schon auch sehr, sehr lustig. Und wie gesagt, das ganz große Drama habe ich vor ihnen gut verborgen. Aber wie gesagt, ich denke, alle Kinder kriegen jede Stimmung mit. Ja. Ja? Egal, ob du dich im Bad einsperrst und weinst und dann dein Gesicht kalt abwäscht. Sie kriegen es trotzdem mit. Ja, ja. Was war dann deine Strategie? Also so nach einem Jahr, wie hast du dann, als du dann festgestellt hast, oh, der Partner, den ich jetzt ausgewählt habe, der hat ein massives Alkoholproblem. Hast du dann überlegt, wie kann ich ihm helfen, was kann ich tun, Gespräche gesucht? Was man halt immer so macht in Co-Abhängigkeit, hoffen, warten, in Verantwortung des anderen zu tragen. Und das funktioniert natürlich nicht, weil es kann gar nicht funktionieren. Es geht ja darum, wie gesagt, die Verantwortlichkeiten wieder richtig zuzuordnen. Und ich sage immer, das ist, ich vergleiche das immer mit so einer Acht, wie bei einer Karrierebahn. Auf der einen Seite hast du das Suchtsystem, das immer gleich abläuft, auch mit den ganzen Manipulationen. Und es ist immer gleich. Und da drin ist auch eben die Baustelle, sage ich mal, des Suchtkranken. Ja, warum ist derjenige in die Sucht geraten? Und auf der anderen Seite, da ist eben sehr, sehr häufig auch einiges in der Baustelle des Co-Abhängigen, warum er oder sie überhaupt sich tief verstrickt hat in so eine ungesunde Dynamik. Und je mehr da drin ist, wie ich gerade schon gesagt habe, Schuldgefühle zu sich zu nehmen, sich immer verantwortlich zu fühlen, dass die anderen sich wohlfühlen mit mir etc., umso mehr fällt natürlich die Manipulation des Suchtsystems wiederum auf den fruchtbaren Boden und umso mehr spult sich das dann ein. Und das war bei mir eben damals ganz genauso, das war mir aber alles eben nicht bewusst. Das läuft ja, das sind ja Muster, die laufen unbewusst. Das heißt, ich habe alles gemacht. Also für mich gibt es immer bei Co-Abhängigkeit so zwei Ebenen. Also diese offensichtliche,
und sichtbare Ebene, also dieses Flaschenzählen, Flaschen auskippen, Alkohol besorgen oder entsorgen, also dieses Offensichtliche. Dann gibt es aber auch noch diese andere Ebene, wo es dann eben mehr so ins Eingemachte geht und auch eben mehr zu meiner Baustelle kommt. Das heißt so dieses, es geht ganz häufig um Selbstwert. Also ich probiere unbewusst immer natürlich meinen Selbstwert, der irgendwo mal einen Knacks bekommen hat, zu erhöhen, ja, indem ich es schaffe, dass der andere aufhört zu trinken, indem ich es schaffe, dass der andere meinen Wert erkennt, weil ich mich ja hier so abrackere, dass ich es schaffe, dass ich da in diese Beziehung komme, die ich mir so sehr wünsche, dass ich es schaffe, dass der andere mich endlich so behandelt, wie ich es mir wünsche. Also da geht es ganz viel um Selbstwert. Genau. Und in dieser Dynamik fühlt man sich dann eben sehr verantwortlich auch für die Emotionen von dem anderen. Ja, also ich sage jetzt etwas nicht, weil dann könnte der andere wütend werden oder zum Beispiel, ja. Oder was auch immer, also sage ich es nicht. Das heißt, dieses sich für die Emotionen und Handlungen von dem anderen verantwortlich zu fühlen, ist der viel größere Part, den es zu lösen gibt in Co-Abhängigkeit. Und das war mir aber damals alles nicht bewusst. Also ich habe eben das ganze Programm gemacht, ihn in Watte gepackt, beschimpft, gefleht, geweint, gedroht. Ultimatum, also Ultimaten gestellt. Das habe ich jetzt nicht, aber so, ja, im Prinzip ist es ja immer das. Ja, aber wenn du nicht aufhörst, dann verlasse ich dich oder. Das habe ich jetzt persönlich nicht gesagt, aber das ist natürlich auch so ein Klassiker. Verwechseln dann viele mit autonomem Verhalten. Hat aber mit autonomem Verhalten gar nichts zu tun. Das ist im Prinzip nur ein anders verpackter, verzweifelter Versuch. Jetzt sehe mich doch endlich in meiner Not, ja, weil wenn der andere dann sagt, ja, weißt du was, gehe ich jetzt, dann kann man sich bildlich gesprochen dann ans Hosenbein hängen und sagen, nein, bitte geh nicht, bleib hier. Das heißt, es geht immer, es ist immer dieser Verzweifelte, dieses sich abkämpfen, sich aufarbeiten, ja, dass der andere, also dass man es eben schafft, dass der andere aufhört. Wenn ich anfange, wirklich autonom mich zu verhalten, dann komme ich an den Punkt, wo ich wieder für mich einstehen kann und wo ich auch Grenzen setzen kann und Konsequenzen ziehen kann. Aber das ist eben genau der Weg, da wieder hinzukommen. Und da war ich natürlich meilenweit davon entfernt. Und ja, hab halt immer gedacht, ich könnte es schaffen. Du könntest ihn ändern, ne? Oder du könntest ihn da rausholen. Ich könnte ihn da rausholen, genau. Und naja, und dann war das halt so dieses ganzen Dramen, dann wieder die ruhigen Phasen, dann die Phasen, wo es sich wieder angebahnt hat, Entzüge über Entzüge und immer wieder Klinikaufenthalte. Also das war halt so eine Dauer. Schleife. Also er war schon in der Klinik auch. Also kam da noch. Schon öfters und auch schon vor unserer Beziehung unendliche Male. Aber das wusstest du nicht. Also als du ihn, hat er dir das gesagt, als du ihn kennengelernt hast? Nicht. Nee, das wusste ich nicht. Also das war ja schon eine lange Geschichte. Naja, und auf jeden Fall war das dann immer so, wenn er in die Klinik wieder mal ging, dann, weil er so ein Desaster angerichtet hat, kann man jetzt anders nicht sagen, Trümmerfeld, privat wie im Beruf, und er hat ja im Familienunternehmen gearbeitet. Und ja, und wenn es dann wirklich wieder so ein Punkt kam, wo es keiner mehr schönreden konnte, wo es wirklich nicht mehr tragbar war, dann wurde eben von Familie, die ja teilweise auch Arbeitgeber waren, so ein Druck ausgeübt, dass er in die Klinik geht. Ja? Die wussten das auch, also die Familie. Die wussten. Okay. Also eigentlich wusste es so ziemlich jeder nachhinein bekommen. Also es war auch kein Geheimnis auf dem Ort, wo wir wohnen, weil ich meine, wenn jemand regelmäßig irgendwie, sorry, wie ein Penner durch den Ort torkelt und. Ja, wird wahrscheinlich auch viel, du wohnst, glaube ich, in Bayern, ne? Und ja. Wird auch wahrscheinlich viel geredet, ne? Ich habe ja.
Oder du halt irgendwie auf einer Parkbank aufwachst, barfuß, und irgendwelche Passanten dich da vom Notwagen einsammeln lassen, etc. Natürlich, es kriegt im Endeffekt jeder mit, aber auch da, keiner redet vielleicht so offen drüber, aber im Endeffekt gewusst hat es jeder. Naja, und dann, wenn dann dieser Moment kam, wo er dann aufgrund des Druckes der Familie in die Klinik ging, oh Gott, dann war ich immer so total euphorisch. Ach, weil das war so ein Urlaub von meinem Leben, so eine Pause von diesem permanenten Stress. Also man steht ja unter einem Druck, das kann sich, glaube ich, gar niemand vorstellen, der das nicht miterlebt hat. Weil du weißt nie, was dich erwartet. Du weißt nie, was dich erwartet, wenn du nach Hause kommst. Du weißt nicht, was dich erwartet, wenn du den Schlüssel im Schloss hast. Du kannst dich auf nichts mehr freuen. Du kannst nichts mehr planen. Unbeschwertheit, Vorfreude, Vertrauen, alles liegt in Trümmern. Man ist die ganze Zeit in Alarmbereitschaft. In Alarm, ja, du bist immer auf, ja. Immer in Alarmbereitschaft, immer im Dauerstress. Also das ist wirklich, ja, das ist wirklich die Hölle. Und ich habe damals auch schon, wie die meisten dann irgendwann auch körperlich reagiert, mir sind die Haare total ausgefallen. Ich bin dann teilweise, wenn mich Leute angesprochen haben, im Supermarkt nur Hallo gesagt haben, wie geht's, Tränen ausgebrochen. Ich habe gezittert, also ich war wirklich total neben mir gestanden. Und ja, und wenn dann diese Klinikaufenthalt kam, dann habe ich gedacht, boah, so ein absehbarer Zeitraum, wo ich meine Pause habe von diesem Drama und von dieser Unberechenbarkeit. Ich meine, ich wusste ja teilweise nicht mal, wenn ich nachts ins Bett gehe, wie die Nacht verlaufen wird. Weil er ist ja auch manchmal dann nachts aufgestanden, hat getrunken, ist dann irgendwo rumgepoltert und dann hattest du nachts ein Drama. Also du weißt es nie, was dich wann erwartet. Und trotzdem warst du gefangen, ne? Also ich sehe dich an, du bist super gut aussehen. Also wo ich dann auch denke, warum bist du nicht einfach gegangen? Warum hast du nicht gesagt, es... Weil ich ja damals, also noch so total verstrickt war in dem Ganzen, weil ich ja noch emotional abhängig war, weil ich ja noch gedacht habe, ich muss es schaffen, weil ich noch total manipuliert war, weil ich da einfach noch genau drin gesteckt war. Ganz viele Menschen, die zu mir kommen ins Coaching, ja, hängen genau in dieser Falle fest. Also so wie es ist, ist es schrecklich. Und dann wird ihnen gesagt in der Beratungsstelle, ja, dann trenn dich halt. Aber das ist so, wie wenn du zum Alkoholkranken sagst, der hör halt auf zu saufen. Auf. Ja. Ich, dahin zu kommen, das ist ja genau dieser Weg an meiner Baustelle. Das ist ja der Weg, meine alten Wunden zu heilen, diese ganze Dynamik zu durchschauen, überhaupt mal zu verstehen, wo ich manipuliert werde, wo ich Schuldgefühle zu mir nehme, die eigentlich nicht zu mir gehören. Und erst wenn ich diese innere Arbeit gemacht habe und wieder... Ja, das verstehe ich. Mein Selbstwert gestärkt habe, wenn ich überhaupt mal wieder meine Grenzen spüren kann, dann kann ich überhaupt wieder die Grenzen verteidigen. Aber da, an dem Punkt, wo ich jetzt, den ich jetzt von mir beschrieben habe, da bist du ja ein Häufchen Elend, dein Selbstwert. Ja, verstehe ich. Einzuteilen, da kannst du dich gar nicht trennen. Du bist ja so abhängig und der andere wird alles tun, dass du dich schuldig fühlst, dass du die ganze Zeit an dir zweifelst, und da rauszukommen, das ist ja die große, große Aufgabe. Ja? Und damals war es so, dass ich dann eben gedacht habe, boah, jetzt 6 Wochen Pause und dann werden es die Ärzte richten. Genau, ja, der kommt gesund wieder. Und dann wird alles gut. Das heißt, meine Hoffnung ist dann wieder hochgekocht. So, jetzt wird endlich alles gut. Ja? Die Hoffnung klebt ja dann wie Kitt. Man möchte ja auch nicht, dass das immer, also das alles umsonst war. Man rackert sich ab und kämpft und kämpft. Und irgendwie dann diese Hoffnung loszulassen, ist wahnsinnig schwer. Und immer denkst du, aber jetzt. Jetzt schaffen wir es. Oder jetzt schaffen wir es. Ja? Mhm. Und ich erinnere mich noch ganz genau an einen Nachmittag, da war wieder der Moment, er geht in die Klinik. Ich saß auf dem Sofa in meinem Wohnzimmer, seine Schwester rief mich an.
wir haben den Platz in der Klinik, alles toll, natürlich auch dann immer so ganz tolle Privatkliniken, ja. Und ich saß da und ich habe gemerkt, ich kann diese Euphorie nicht mehr abrufen, die ich sonst gefühlt habe, die war weg. Und ich habe gemerkt, dass ich auch nicht mehr bereit bin, wieder enttäuscht zu werden. Ich habe gemerkt, dass ich Angst hatte, schon jetzt vor dem Moment, wenn er zurückkommt und man dann wie auf rohen Eiern da rumtanzt und eigentlich nur die Uhr stellen kann, wann es wieder losgeht, wieder heimlich, du merkst es genau und er leugnet es und so. Und dann kam mir ein Satz ins Gedächtnis, den habe ich mal gehört am Anfang von meinem Prozess und den habe ich aber weggeschoben, den wollte ich damals nicht. Wollte ich nicht haben. Sag, sprich. Von Henry Ford. If you always do what you have always done, you will always get what you have always done. Ja. Und auf einmal war das, was so eigentlich offensichtlich war, konnte ich nicht mehr wegschieben. Also mir war klar, alles ist schlimmer geworden, nichts ist besser geworden. Also kann es für mich, war es für mich nicht mehr sinnvoll, auf diesem Weg weiterzulaufen. Ich habe gewusst, ich muss und möchte das jetzt loslassen. Und die Frage war aber, okay, was ist die Alternative? Ich bin dann in so ein richtiges Loch gefallen, weil mein altes, jetzt wird alles gut, die Ärzte werden es richten, war weg und dann war erstmal nichts. Ich wusste nicht, was ist denn der andere Weg? Ja. Und und dann habe ich probiere es kurz zu machen, ich habe dann angefangen zu googeln, weil und das war für mich auch so eine schöne Erkenntnis. In dem Moment, wo du auf dem alten Weg nicht mehr gehst, schaust du dich ja automatisch um nach neuen Wegen. Und hätte ich wieder meine Hoffnung auf die Klinik gesetzt, hätte ich es nicht getan. Und so habe ich einfach angefangen zu googeln. Ich war total verzweifelt, ja. Und dann bin ich auf einen Kurzfilm gestoßen über einen Alkoholiker, Rolf Bollmann. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mallorca, ne? Auf Mallorca, ne? Du bist dann das. Genau. Und der war damals 30 Jahre trocken und ich habe gedacht, den muss ich kontaktieren. Der hat damals Art Therapie gemacht für Alkoholkranke auf Mallorca. Und ich habe gedacht, und jetzt kommt's, wenn ein Mensch mir sagen kann, wie ich meinen Partner retten kann, immer noch. Dann er, ne? Er. Ja. Ja. Und ich habe ihn angerufen und ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich den überhaupt erreiche, dass ich einen Termin kriege, weil ich dachte, der Mann ist wahrscheinlich ausgebucht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ich hatte Herzklopfen, ich war am Ende und das Telefon wird abgehoben und ich höre so, Finca Esperanza Bollmann. Und mein Herz, Christiane, ich habe gedacht, das springt mir gleich raus. Und ich habe 10 Minuten nur geweint. Ich konnte gar nicht sprechen. Das glaube ich dir. Und er hat mich weinen lassen. Und dann hat er gesagt, wie kann ich dir helfen, Julia? Und dann habe ich das erste, obwohl ich bei unendlich vielen Klinikaufenthalten dabei war, obwohl ich mit unendlich vielen Ärzten meines Partners mit in Gesprächen war, dann habe ich das allererste Gespräch geführt über Alkoholismus, wo ich angefangen habe, irgendwas zu verstehen. Und Rolf hat zu mir gesagt, Julia, der einzige Mensch, um den Julia sich jetzt kümmern muss, ist Julia. Und ich, ja, aber... Der einzige Mensch. Und ich, ja, aber wenn, der einzige Mensch. Und dann habe ich angefangen, und das klingt so paradox, weil ich war wirklich ein Wrack, würde ich jetzt heute sagen. Ja. Und das war der erste Moment, wo ich überhaupt kapiert habe, in was für einem schlimmen Zustand ich war, weil ich war ja die Starke. Ich hatte ja kein Problem. Ich war ja die, die ihn retten sollte. Und das war der erste Moment, wo ich angefangen habe zu begreifen, was diese Verstrickung bedeutet und dass es jetzt wichtig war, die Verstrickung zu lösen und ihm seine Verantwortung zurückzugeben, endlich mal die Verantwortung für mich und meine Co-Abhängigkeit und meinen Zustand zu übernehmen. Und das war dann für mich der totale Gamechanger. Ich bin dann nach Mallorca geflogen, obwohl der Rolf gesagt hat, ich weiß gar nicht, was ich mit dir hier überhaupt anfangen soll. Ich erinnere mich wieder, es kommt wieder die Erinnerung. Ich habe es gelesen und auch von dir schon mal gehört, genau.
Aber super, erzähl ruhig für die 90. Er hat gesagt, er macht hier Therapie für Alkoholkrankheit. Er hat gesagt, ich weiß nicht, was ich mit diesem anfangen soll. Und dann hat er gesagt, naja, du bist, er hat gesagt, wenn du so das dringende Bedürfnis hast, hierher zu kommen, wird es einen Grund haben, das auch gemacht, kommen. Ja. Und die Woche war wirklich hart für mich. Mhm. Aber die war, wie ich gerade gesagt habe, das war mein Game Changer. Ich habe dort anhand dieser anderen Menschen angefangen, die Krankheit zu begreifen. Zu verstehen, ne? Ja. Ich habe gewusst, nee, das ist nicht typisch für meinen Partner. Das ist die Krankheit. Ich habe ihn in all diesen Leuten da wiedererkannt und ich habe angefangen zu begreifen, warum all das, was ich getan habe, nicht zielführend sein konnte. Ja. Und als ich dann zurückkam, dann habe ich wirklich angefangen, eher zu arbeiten. Ja, das ist so cool. Ja, aber genau das war der Moment, wo du festgestellt hast, die Euphorie, der ist jetzt in der Klinik, die ist nicht mehr da. Oder dieser normale Ablauf, na, jetzt Freude, der ist in der Klinik und der kommt wieder und diesmal klappt es. Mhm. Und dadurch, dass das ja bei dir nicht da war, so wie du gesagt hast, bist du ins Handeln gekommen, ne? Und hast gesagt, so, jetzt muss ich muss was ändern. Ja, weil ich habe ja nur noch reagiert auf die Phasen seiner Sucht. Mhm. Und hätte ich mal mich getraut hinzusehen, hätte ich mich mal getraut, die Wahrheit anzusehen, dann hätte ich ja gesehen, es wird alles immer schlimmer. Und habe ich aber nicht, weil es natürlich in Anführungszeichen leichter war, an dem Bekannten und Vertrauten festzuhalten. Und dann war aber dieser Moment, da konnte ich es nicht mehr. Und ich habe so gedacht, hey, ich bin in der Wiederholung, der Wiederholung, der Wiederholung. Und es ist ja meine Lebenszeit, die ich hier investiere, ins immer unglücklicher werden. Mhm. Ich habe dann gespürt, dass ich möchte das nicht mehr. Ja, Gott sei Dank. Aber ist das nicht auch so, ich höre das jetzt auch natürlich von den Partnern meiner Kunden, dass die dann sagen, ja, der Depp, der kriegt es nicht hin, warum kann der nicht kontrolliert trinken, so wie ich? Und dann versuche ich, das ist auch eine Bekannte, ich versuche ihr dann natürlich zu erklären, das macht der Mensch ja nicht extra. Also das ist nicht so, wie du dir vorstellst, ja, der macht es, der trinkt extra, um dich zu ärgern oder der hört nicht auf, weil er dich ärgern möchte, ne? Er ist in der Sucht verstrickt. Und ja. Da muss er halt auch erstmal rauskommen. Ja, also ich sag, aber viele auch denken ja, dass, also ich war ja auf der anderen Seite, ne? Wobei ich jetzt, was soll ich das sagen? Also ich war mir dessen schon im Klaren, dass ich abhängig war. Und ja, wie gesagt, ich habe es ja nicht ab. Ich hätte es ja aufhören können, aber ich konnte es gar nicht. Ja, also ich bringe es mal ganz gerne runter auf den Punkt, wegzukommen davon, diese Schuldfrage zu stellen, weil die bringt immer keinen weiter. Es geht wirklich darum, Verantwortung zu übernehmen. Und ja, ein suchtkranker Mensch kann, also es liegt nicht am Willen oder es geht nicht um Schuld, aber es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und es geht darum, die Entscheidung zu treffen, diese 100% Verantwortung für die Sucht zu übernehmen oder eben auch nicht. Oder auch nicht, genau. Darum geht es, ja. Und es geht darum, für die Angehörigen zu erkennen, dass die Idee, ich kann, wenn der andere die Entscheidung nicht getroffen hat, dessen Sucht kontrollieren, eine totale Illusion ist. Es ist unmöglich. Und solange ich aber an dieser Kontrollillusion festhalte, da werde ich nichts erreichen, außer das Suchtsystem am Laufen zu halten. Das, was ich ja eigentlich stoppen will. Und ich werde erreichen, dass ich immer mehr ich von der Sucht des anderen kontrolliert werde in meiner Abhängigkeit. Und dann absolut. Immer weiter ein. Und jetzt geht es eben darum, das zu lösen. Also erstmal zu erkennen, du kannst die Sucht nicht kontrollieren. Und du kannst nur jetzt dem anderen die Verantwortung zurückgeben. Der entscheidet, ob er sie übernimmt oder nicht, ob der dann alles dafür tut, seine Sucht stabilisiert zu bekommen. Und auf der anderen Seite kann ich jetzt alles dafür tun, die Verantwortung für meine Co-Abhängigkeit zu übernehmen und wieder alles dafür zu tun,
dass ich zurück in meine Kraft komme, unabhängig davon, ob der andere trinkt oder nicht. Das heißt, ich kann nicht beeinflussen, ob der andere Mensch weiter trinkt, aber ich kann beeinflussen, wie ich damit umgehen möchte. Ja? Absolut. Dann erzähl gerne mal, wie es dann weiterging, nachdem du auf Mallorca warst. Wie ist dann, also ist ja das beste Beispiel, ne? Wie hast du es geschafft? Na, also das war dann noch der härteste Ritt, kam dann noch, weil wir waren ja auch verbandelt, geschäftlich, alles, ja. Naja, und auf jeden Fall hatte ich dann schon mal eine klarere Sicht. Ich hatte immer noch die Hoffnung auf ein Happy End. Ich habe immer noch gedacht, so jetzt vielleicht, jetzt sieht er, hier tut sich einiges. Aber ich war nicht mehr ganz so verstrickt. Und naja, und letztendlich, ich habe dann weiter an mir gearbeitet und habe dann immer klarer gesehen, dass er das nicht tut. Naja, und am Ende, ja, es waren wirklich harte Zeiten. Am Ende hatte ich dann dieses ganze Geschäft irgendwie alleine an der Backe, weil er wieder irgendwo seine Wunden geleckt hat, sage ich mal. Und ich musste das dann letztendlich komplett alles auflösen. Weil ich also der Klinikaufenthalt hatte auch keinen Erfolg. Also der er war dann auch nochmal sogar beim Rolf nach mir, weil ich so geschwärmt habe. Es hat aber auch alles nichts genützt. Naja, im Endeffekt habe ich dann das ganze Geschäft komplett alleine aufgelöst. Ich weiß im Nachhinein immer gar nicht, wo die Kräfte hergeholt hat. Ja, ich hatte ja auch noch die Kinder und den ganzen Schmerz so auf der privaten Ebene. Aber im Endeffekt also, lief es dann darauf hinaus, dass ich das gesamte Geschäft aufgelöst habe, dass ich mich dann final getrennt habe und dass ich dann über diese Idee, man könnte irgendwie freundschaftlich in Kontakt bleiben, weil natürlich auch die Kinder, also ich meine, das war ja auch eine lange Zeit und die hingen schon auch irgendwo. Und ich gedacht habe, man kann ja irgendwie trotzdem freundschaftlich in Kontakt bleiben. Ich habe dann aber auch festgestellt, da war ich ja auch noch nicht an dem Punkt, wo ich heute bin. Ja, solange ein suchtkranker Mensch konsumiert, kannst du dich halt nicht verlassen. Und kannst von heute auf morgen, von jetzt auf gleich dir wieder den Boden unter den Füßen wegziehen. Und wenn du nur verabredet bist für was auch immer oder ein Telefonat führst, wo du wieder mittendrin bist in einem riesen Drama. Und dann kam ein Telefonat, was für mich wirklich so einen Punkt erreicht hat, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist Schluss. Und dann habe ich den Kontakt ab dem Punkt komplett abgebrochen, die Nummer blockiert. Und ja, und seitdem habe ich keinen Kontakt mehr. Okay. Wie lange wart ihr insgesamt, oder wie lange warst du insgesamt in der Beziehung oder in der Co-Abhängigkeit? Weil du sagtest ja, es fing ja relativ früh an. Also alles zusammen mit dieser Trennung, die ja in vielen Tappen getrennt wohnen, also so 5 Jahre waren es schon insgesamt. Wahnsinn, ja. 4, 5 Jahre so, ja. Und es geht dir gut, sehe ich. Ja, du hast ja dann auch eine Ausbildung gemacht, ne? In der Schweiz, glaube ich, ne? Hast du die gemacht? Ja, genau. Also ich habe das dann, wie gesagt, angefangen aufzuarbeiten, auf einem eher unkonventionellen Weg. Dann eben über den Rolf habe ich so diese ganzen Impulse bekommen, die mir so die Richtung gezeigt haben. Und dann habe ich das eben angefangen für mich aufzuarbeiten und aufzudröseln und hab dann, ja, und der Rolf, der wollte dann mit mir Seminare geben für Co-Abhängige, weil er gesagt hat, er muss jetzt irgendwie nochmal, obwohl er 25 Jahre diese Arbeit macht, durch mich nochmal so bewusst geworden, ja, wie groß das Leid ist und wie sehr die Angehörigen durchs Netz fallen. Und dann kam das aber nicht mehr zustande, weil er schon sehr alt war und auch nicht mehr so fit. Und dann war ich aber so, ich habe so gedacht, ja, das ist es, das mache ich. Was ich machen möchte, weil ich auch selber die Erfahrung gemacht habe, wie unendlich schwer das ist, Hilfe zu bekommen, die auch eine Hilfe ist, weil du kriegst auch leider bei Beratungsstellen etc.
wird so oft leider so Öl noch ins Feuer gekippt, wo ich manchmal die Hände über dem Kopf zusammenschlage. Ich habe es ja auch erlebt bei den Ärzten, wo ich mitgegangen bin als Partnerin, wo ich dann ihm Antabus verabreichen sollte von seinem Arzt aus. Also ich sollte dafür sorgen, dass er das jeden Morgen nimmt. Du schüttelst den Kopf, ja? Es geht gar nicht, ja. Ich höre jetzt. Ja. So, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hätte, ich hätte meinem Mann, ja, ich hätte gesagt, hau ab mit dem Zeug. Und ich hätte das niemals genommen. Ja. Damals war für mich das Upgrade meiner Co-Abhängigkeit. Ich habe es noch nicht gewusst, aber ich dachte, boah, jetzt kann ich kontrollieren. Das Upgrade, das hört sich auch, ja, wirklich das Upgrade. Ja, jetzt kann ich es kontrollieren, habe ich gedacht. Und für alle nochmal, die an die Kontrollillusion nicht glauben, das hat es mir nochmal richtig schön vor Augen geführt, weil die Tabletten waren in so einer Schachtel lose. Und irgendwann habe ich so gedacht, aber der hat doch was getrunken. Und man ist ja eh so manipuliert und verunsichert. Und zweifelt ja immer mehr und immer bereitwilliger an sich selber. Und ich habe dann herausgefunden, dass er die Tabletten ausgetauscht hat. Das heißt, die finden ja alles. Also man erfindet, ich war jetzt nicht so erfinderisch, aber ich habe so schon einiges auch gehört. Und dann wird es halt immer noch schlimmer und noch schlimmer. Und worum es ja auch geht, es geht ja darum, wenn ich immer sage, Verstrickung lösen und sich wieder auf Augenhöhe zu begegnen, da bist du ja weit davon entfernt. Also das ist ja auch nochmal noch so ein Augenhöhenverlust. Ich gebe dir jetzt deine Pille. Also das ist wirklich, das ist komplett konträr zu allem, was mein Ansatz ist. Und ich finde es auch von diesem Arzt unverantwortlich, mir noch zu vermitteln, dass ich dafür verantwortlich bin, weil es geht mir genau darum zu sagen, hey, nein, du bist eben gar nicht verantwortlich. Und naja, ich habe einige solche Erfahrungen gemacht. Ich habe dann übrigens auch, als ich wirklich gemerkt habe, zwischendrin mal, weil ich kann nicht mehr. Und ich wusste aber nicht, an wen wende ich mich. Da habe ich gedacht, gehe ich zu seinem Arzt, weil er kennt seine Geschichte. Der kennt sich aus. Und ich habe damals immer noch nicht gewusst, dass ich co-abhängig bin. Also mir war gar nicht bewusst, was Co-Abhängigkeit ist und dass es das gibt. Ich habe nur gemerkt, irgendwie kann ich nicht mehr und schilder ihm das so. Und dann habe ich ein Rezept bekommen für Antidepressiva und das war's. Finde ich auch. Ja, es geht auch nicht. Das ist mir jetzt natürlich. Ja, weißt du, kein Wort von wegen, sie müssen jetzt mal was für sich tun, suchen sie sich mal einen Therapeuten oder was auch immer. Ich habe mir so gedacht, ich war dann aber noch so nah bei mir, dass ich nach einer Woche die Tabletten weggeworfen habe, weil ich irgendwie gespürt habe, doch noch, das kann es nicht sein. Nee, das kann es nicht sein, ne? Ja. Und naja, und was ich sagen wollte, ich habe dann eben, nachdem ich da vom Rolf zurück war und so auf meinem Weg war, habe ich so gemerkt, ja, das ist, was ich machen möchte, das, was ich mir jetzt so erarbeitet habe, möchte ich gern teilen mit anderen Menschen. Weitergeben, weil ich eben weiß, wie wahnsinnig schwer das ist, wirklich eine Hilfe zu bekommen, die auch eine Hilfe ist. Ja, und dann hat sich das irgendwie so alles ergeben. Dann habe ich diese Coach-Ausbildung gemacht in Zürich, weil ich dachte, ich möchte ja auch wissen, wie. Ja, toll. Wie vermittle ich den Inhalt? Dann habe ich mein Buch geschrieben. Dann habe ich beim Blauen Kreuz angefangen, da ehrenamtlich zu angehen. In München, ne? In München bist du, ne? Ja. Ja, und dann kam irgendwie so eines zum anderen. Toll. Ich finde es super. Also ja, du warst ja auch schon in Fernsehsendungen, glaube ich auch. Ne? Du warst in welcher Sendung warst du? Beim SWR Nachttalk? Ja, diesen Nachtcafé. Nachtcafé. Bei RTL.12 und beim Bayern 3 und bei der, ja, so bei so. Ja, ich glaube, das hilft ja auch auf jeden Fall, dass das Thema einfach auch bekannter wird. Ne? Und, ja, und das Problem ist, dass ja, ich sag mal, so die typischen Symptome wie Scham, Angst, Isolation sind ja auch gleichzeitig wiederum der Nährboden, auf dem das Ganze sich weiter immer absolut. Und es ist so schambehaftet und in dieser Co-Abhängigkeit isoliert man sich ja immer mehr, weil man will ja nicht, dass es andere mitkriegen und so ist es so eine Teufelsspirale. Und
Und deswegen habe ich mich halt auch bewusst, ich wusste dann am Anfang, okay, also entweder machst du die Arbeit und zeigst dich, oder du kannst es gleich lassen. Ich habe mich dann entschieden, mich zu zeigen. Das habe ich auch. Weil auch zu zeigen, ey, du musst dich nicht schämen, also von Alkoholismus betroffen zu sein, egal jetzt auf welcher Seite, wenn ich so sagen darf, ist kein Grund zu schämen, aber es ist ein Grund, ins Handeln zu kommen, ne? Besser heute als morgen. Und was immer der Satz ist, den ich immer höre, wenn mich jemand kontaktiert, der mich irgendwo gehört oder gesehen hat, ist, ich habe dich gehört und es war, als wenn du meine Geschichte erzählst. Ich habe auf einmal gedacht, die bringt das in Worte, wie es mir geht. Und auf einmal wird es greifbar. Und in dem Moment, wo du erkennst, hey, ich bin nicht allein und ich bin nicht bescheuert und es liegt nicht daran, weil ich, wie auch immer, sondern das geht ganz, ganz vielen Menschen so. Und das, was das mit den Menschen macht, läuft immer gleich ab. Das kann wirklich so genau dieser Startschuss sein, zu sagen, hey, und dann kann ich auch was daran ändern. Und wenn es auch andere geschafft haben, was zu verändern, kann ich das auch. Und diesen Mut aufzubringen, und es kostet viel Mut. Das glaube ich, ja. Ja. Hörer in die Hand zu nehmen oder eine E-Mail zu schreiben und sich Unterstützung zu suchen. Und das ist unendlich wichtig, ja, weil man, ich würde sagen, jeder Mensch braucht auf dem Weg Unterstützung. Und das, ja, man muss das nicht, man muss diesen Weg nicht alleine gehen. Was empfiehlst du denn, wenn ich jetzt. Ich habe jetzt Bekannte, deren Männer eigentlich auch schon heimlich trinken, so ein bisschen versteckt in der Garage oder aber so tun, als wenn sie nur alkoholfreies Bier trinken würden, trinken aber dann doch. Und ich nehme da auch ungern Position, ne? Also ich bin da auch immer so ein bisschen, ich denke, ja, der Punkt wird schon kommen, wenn es schmerzt. Also wenn die Bekannte oder wenn die Freundin damit ein Problem haben. Aber sie kommen schon zu mir und erzählen mir das. Das gefällt ihnen auch nicht. Also ich finde, ich würde jetzt noch, für mich sind die beiden Männer schon, dass sie ein Alkoholproblem haben. Klar, aus meiner heutigen Sicht. Aber ich gebe da auch ungern Ratschläge. Ich bin da immer so ein bisschen, ich finde das schwierig, ne, da was zu sagen. Also ich habe dann deinen Namen natürlich schon, also wenn es jetzt wirklich ein Fall ist, dann habe ich dich weiter empfohlen, habe gesagt, guck doch mal auf die Seite bei der Julia, und sie kennt sich da von der Seite natürlich wesentlich besser aus als ich, ne? Aber weil die zwei, die sehen das auch, die sehen das zwar, aber die denken immer noch, ach ja, der hat das alles noch im Griff. Ich sehe das aber jetzt nicht mehr so, also mit meinem Stand, ne? Und aus meiner Erfahrung, dass derjenige es nicht mehr, sondern auch schon anfängt, eben das zu verstecken, heimlich, und auch gerne mal alleine was unternimmt, ne? Oder mit Arbeitskollegen, damit er eben dann frei trinken kann und nicht zu Hause. Weil zu Hause weiß derjenige, dass er kontrolliert wird. In dem Fall sind es die Frauen, aber ich habe auch andere Fälle gehabt, ne? Wo die Frau die Flasche Wein im Wäschekorb versteckt hat. Ne? Ja. Also erster Punkt, erlebe ich auch immer wieder. Ich sage immer, wenn es kein Problem gäbe, würden wir uns beide nicht unterhalten. Und das ist ja wieder Teil des Systems. Dieses, naja, vielleicht irre ich mich, es ist ja nicht so schlimm, weil das ist ja das, was der andere nicht glauben machen möchte. Die gucken schon, also das sind die wirklich beobachten. Ne? Die beobachten schon, klimpert jetzt das Altglas, nimmt er, wenn ich in der Dusche bin, doch noch schnell das Bier aus der Kiste. Das heißt, die sind sozusagen, die beiden sind schon alert. Genau. Und das heißt, wenn es kein Problem gäbe, würden sie dich nicht ansprechen oder sprechen die Leute mich nicht an. Und selbst in dem Schritt wird dann oftmals noch es so, eigentlich haben wir gar kein Problem, doch in dem Moment, wo du mich ansprichst, hast du eins, ist es für dich ein Problem, ja. Egal wie sehr der andere es aussehen lassen möchte, als gäbe es keins. Und jetzt wären wir eigentlich schon beim Eingemachten. Also ganz vieles eben, was ich am Anfang gesagt habe, eine Frage der Haltung und der Kommunikation. Und ich arbeite da ganz gerne mit dem Haltungsdreieck. Ja? Und das Ziel wäre sozusagen, oben in der Spitze ist sozusagen unser Verstand, unser Erwachsenen-Ich. Und Ziel wäre es, da oben wieder zu kommunizieren. Und in dieser Dynamik, in dieser Suchtsystemdynamik, ist man aber so unter Wasser unterwegs. Mhm.
da gibt es das Kind-Ich und das Eltern-Ich. Und da laufen dann die Gespräche entweder so ab, wie ich komme so ein Kind-Ich, so, ich weiß genau, der andere hat getrunken, aber ich komme dann so und sage, kann es vielleicht sein, dass du was getrunken hast? Und dann sagt der andere vielleicht, oh, jetzt geht das wieder los, komm, ist mal zu Hause, da kann ich ja gleich wieder gehen. So, und unten auf dieser Unterwasserwippe erreicht man nichts, außer dass man als Angehöriger immer auf dem verlorenen Posten landet. Ja? Und der uneinsichtige Suchtkranke hat da unten immer das gleiche Ziel, nämlich alles soll so bleiben, wie es ist. Ja? Und solange ich da unten von wegen, und wenn du noch einmal trinkst, dann verlasse ich dich, oder von wegen, du, ich habe da eine Wodkaflasche gefunden, kann es vielleicht sein, solange ich in dieser Dynamik ins Gespräch steige, werde ich nie was erreichen. Das heißt, es ist wichtig, da hochzuwechseln, ins Erwachsenen-Ich, und dann könnte man im Fall deiner Freundin eben auf einer ganz anderen Ebene einsteigen und könnte sagen, du, wir haben ja jetzt schon ganz oft gestritten und diskutiert über deinen Alkoholkonsum, und du sagst, du hast das alles im Griff und ich soll aufhören, dich zu bevormunden. Und weißt du was? Du hast recht. Ich habe versucht, dich zu bevormunden. Ich lasse das jetzt sein. Wenn du der Meinung bist, du hast es im Griff und du magst so weitermachen, dann ist es deine Entscheidung. Aber ich sehe das anders. Ich sehe, dass du schon mittlerweile heimlich trinkst. Ich mache mir wirklich Sorgen darüber, über diese Entwicklung. Aber ich weiß auch, dass nur du die Entscheidung treffen kannst, daran was zu ändern oder die Verantwortung zu übernehmen. Ja. Oder die Hilfe zu suchen. Ich meine, da muss es ja auch nicht alleine machen. Ne? Genau. Und wenn du dich dazu entscheidest, wenn ich dich unterstützen kann, sag mir Bescheid. Aber ansonsten halte ich mich raus. Und man könnte auch sagen, und übrigens brauchst du auch gar nicht heimlich trinken, weil ich merke sowieso, wenn du getrunken hast. Ja. Ich kann es dann so stehen lassen, aber einfach Sachen auf den Tisch packen. Und bei dieser Dynamik jetzt, ich habe dem anderen nicht gesagt, was er zu tun hat. Ich habe den anderen nicht klein gemacht. Ich habe mich nicht klein gemacht. Aber ich habe mal auf den Tisch gepackt, was ich sehe. Ja? Und dann kann ich natürlich überlegen, im nächsten Schritt, bin ich schon bereit für eine Konsequenz? Bin ich schon so weit zu sagen, du, mir macht es wirklich große Sorgen. Ich bin auch gerade recht ratlos. Was ich dir aber sagen kann, wenn das so auf Dauer weiterläuft, so stelle ich mir eine Beziehung nicht. Ich kann es mal so stehen lassen. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Das ist natürlich ein Prozess. Ja? Aber das wäre so ungefähr die Ebene. Ja. Oder die Haltung, neue Gespräche zu führen, ja? Absolut, ja. Guter Ansatz. Sehr guter Ansatz. Dem ist eigentlich nichts mehr im Moment. Ja, lass mal einfach mal so stehen, Julia. Und ja, vielleicht haben wir heute Menschen erreicht, die genau noch da, ja, ich würde schon sagen, in der Co-Abhängigkeitsfalle eben sitzen, und ja, ihr könnt Julia anschreiben und mit ihr Kontakt aufnehmen. Ja. Ja, oder auch mit mir. Also wie gesagt, ihr braucht keine Angst haben, keine Scham. Nein. Ja. Julia war da, wo ihr jetzt vielleicht seid, und vielleicht ist auch jemand dort, wo ich war, und möchte aus der anderen Falle raus. Ich sage immer, es kann mir niemand irgendwas erzählen zu dem Thema. Hat mich schockiert, weil ich habe es auch alles selber erlebt und gesehen. Und wirklich wichtig, rauszugehen aus der Isolation. Und wenn du dann merkst, oh, das ist es nicht für mich, ist da auch schon wieder ein Schritt weiter. Aber es ist wichtig, sich auszuprobieren, mal ein Vorgespräch zu führen. Ich biete Vorgespräche an, unverbindlich und kostenlos. Dann kann man sehen, passt es. Super, ja.
Das ist auch ganz wichtig. Dann kann man zu einer Selbsthilfegruppe gehen und kann feststellen, okay, das ist vielleicht nicht meins, aber einfach mal sich ausprobieren und mal loslegen, weil, wie gesagt, ganz ohne Unterstützung. Das muss ja auch nicht sein, ne? Das muss ja auch nicht sein. Dann braucht man ja vielleicht 3 oder 4 Jahre und so mit Unterstützung dauert es vielleicht nur ein halbes Jahr, ne? Und man ist frei und entspannt und glücklich. Und das Problem ist, diese Mechanismen laufen ja unbewusst und automatisch ab. Das heißt, wenn ich noch nicht wirklich verstanden habe, wie das alles zusammenspielt, kann ich es ja gar nicht wirklich durchbrechen. Das heißt, ich brauche mal den Blick von außen, um das mal zu sehen. Weil wenn ich erstmal im Schuldgefühl bin, weil der andere mich manipuliert, dann wird das Schuldgefühl mir eine Handlungsempfehlung geben. Dann werde ich das gar nicht hinterfragen, sondern ich werde dem Gefühl folgen. Und darum ist es so wichtig, mal, wie gesagt, meine Muster als auch diese Manipulation alles zu erkennen, damit ich wirklich nachhaltig was verändern kann, was ich dann auch fühle. Und nicht nur, ich lasse den jetzt fallen oder ich sage jetzt mal nein, sondern es geht ja auch darum, dass ich es auch wieder wirklich fühlen kann, also dass ich beziehungsweise wieder mich mit den Gefühlen verbinden kann, die in der Situation eigentlich angemessen wären. Und das ist halt ein bisschen, ja, innere Arbeit. Es ist Arbeit, wollte ich gerade sagen, aber es ist schöne Arbeit und es lohnt sich. Ne? Es lohnt sich. Also, ja, meine Liebe, ich würde sagen, ich bedanke mich für das wunderbare Gespräch und sage einfach mal bis bald. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, gerne, sehr gerne. Und tschüss. Tschüss. Ja, ich hoffe, die heutige Podcast-Episode hat dir gefallen und konnte dich motivieren und vielleicht auch ein bisschen inspirieren. Vielleicht denkst du ja sogar darüber nach, weniger zu trinken oder ganz aufzuhören. Ein Leben ohne Alkohol ist einfach nur wunderschön. Ich hätte mir das vorher nicht träumen lassen, wie schön es ist, nüchtern und frei zu sein. Aber jetzt weiß ich, die Freiheit ist für mich unbezahlbar. Wenn du diese Freiheit auch spüren möchtest und Unterstützung suchst auf deiner Reise in ein nüchternes, wunderschönes Leben, dann schau doch einfach mal in meiner kleinen Facebook-Community Love Sober vorbei. Dort sind wir ganz unter uns und niemand muss sich schämen oder rechtfertigen. Gerne sende ich dir auch mein kostenloses E-Book, die ersten 10 Tage ohne Alkohol und wie du sie gut überstehst. Schreib mir einfach eine E-Mail an chris@lovesober.de und das E-Book geht sofort an dich raus. Wenn du noch mehr über mich und Love Sober erfahren möchtest, dann empfehle ich dir, einen Blick auf meine Webseite lovesober.de zu werfen. Dort findest du auch immer Informationen zu meinen aktuellen Coaching-Programmen. Und selbstverständlich findest du alle Links auch in den Shownotes. Jetzt sage ich aber erstmal bis zum nächsten Mal und freue mich über eine positive Bewertung. Das wäre fantastisch. Ganz, ganz lieben Dank.